So, wieder da. Ja, ich bin leicht, ich habe das Gefühl, dass ich so leicht ein Kränkel bin seit gestern. Wir gucken mal. Ja, dann geht's hier hoch zum Leuchtturm. Hier gibt's einen Leuchtturmwärter. Das ist der liebe Otto W. Ja, und wer jetzt denkt, es ist Otto Walkes. Ja, so ist es, Otto Walkes. Ich wäre für Cities. Können wir auch noch machen. Dann würde ich sagen, haben wir ja gesagt, halb-halb. Dann machen wir jetzt noch, ja, 45 Minuten Minecraft und dann Cities. Können wir auch machen. Da bin ich offen. Also, ja, wir gucken mal, wie der Chat da entscheidet. Das ist Otto Walkes, der Leuchtturmwärter. Der bekommt natürlich, ja, der kann noch nichts sagen. Der bekommt auch noch Aufgaben. Der wird auch eine Quest bekommen und, und. Die Lava ist es, wie gesagt, alt. Es soll hier alt sein alles. Und so ist auch dieser Leuchtturm halt alt hergebracht. Der ist mir übrigens auch schon zweimal abgebrannt. Oder was, einmal? Nee, ich glaube zweimal. Wir haben den recht gut repariert, nur den Keller nicht. Aber der Keller, und da kommt ihr jetzt ins Spiel für den Keller. Wenn wir das Forum haben, dann im Februar oder März, dann mache ich das, was ich damals schon euch gesagt habe, vor 200, 300 Folgen. Hier unten kommt eine kleine Bibliothek rein. Vielleicht mache ich den Raum auch noch größer. Und hier kommen eure Seemannsgeschichten rein. Hier sieht man noch die Reste vom Brand. Da fehlt noch ein bisschen, das kriegen wir aber noch hin. Hier kommt dann Seemannsgarn rein, den ich dann irgendwann mal zwischendurch immer mal vorlese, wenn wir eine ruhige Minute haben. Eure Geschichten werden dann Minecraft sein. So, und jetzt gehen wir nur noch zum Haus hin und dann ist die Tour beendet. Hier ist eine Mühle, die ist mega hässlich. Ich muss mir mal angucken, wie ich eine schickere Mühle in Oldschool baue. Es soll ja Oldschool hier alles sein. Was ist hier los? Warum schwebt das alles? Warum schwebt das alles? Warum ist das alles hier? Wir gucken mal, warum können wir das hier nicht... War das vielleicht mal Erde und ist jetzt Sand geworden? Kann das sein? Nein, oder? War das mal Erde hier? Das muss mal Erde gewesen sein. Der hat einfach Sand draus gemacht. Hä, das muss Erde gewesen sein. Die wachsen noch nicht auf Sand. Okay, ist ja krass. Na gut, ist ja nicht schlimm. Wir sammeln mal das meiste ein. Alles brauchen wir nicht. Zack. Auch hier. Hier ist alles Sand. Das war Erde. Hier war Erde. Was ist hier passiert in der Welt? Ich sammle das aber mal ein, weil man weiß ja nicht, vielleicht können wir die irgendwie weiterverarbeiten oder so. Ach, das wollte ich nicht. Den wollte ich aber. Warum ist hier überall Sand? Ich meine, ist nicht schlecht. Dann können wir Sand farmen. Hierhin. Irgendwie hat sich die Welt verändert. Ist ja witzig. Oder doof. Ich habe Angst, wenn das überall passiert. So, wir machen mal wieder Tag. Jetzt zeige ich euch noch das alte Haus. Das ist hier vorne. Da soll übrigens dieser Weg dann hingehen. Den Weg, den ich ganz am Anfang gezeigt habe, der hier vorne endet. Der soll hier runtergehen und dann dahin gehen. So, dass man dann dahin reiten kann oder so. Das wäre mein Wunsch. Ja, ihr könnt jetzt doch mal schreiben, wie wir den Magierturm gestalten wollen, weil ich würde sagen, wir gehen jetzt zurück und machen den Magierturm. Ich muss nur wissen, hell oder dunkel. Tendenziell bin ich eher für was Düsteres. Da ist ja die helle Wüste. Da fällt was Düsteres eher auf, würde ich sagen. Und der Turm wird hoch. Der wird definitiv hoch. Die Frage ist, was nehmen wir für Steine? Da müssen wir gleich mal gucken. Ja, Panda hat Lust auf Cities. Ich nehme die Musik von... Ja, die Musik von Planet Coaster ist sehr beruhigend, auf jeden Fall. Ich finde die auch cool, haben die gut gemacht. Das Spiel Planet Coaster auch super, kann ich nur empfehlen. Klare Kaufempfehlung. Definitiv, da kann ich nichts Negatives sagen. Das Spiel ist gut. Gut, am Ende ein bisschen unperformant. Wenn man da sehr viele Leute drin hat. Aber man kann das ja begrenzen. Also man kann ja die Leute begrenzen. Im Übrigen, wer sich fragt, ich habe ja ein bisschen viel Netherquarz und so. Ich habe hier mal was vorbereitet. Ne?
Ich habe hier mal gefarmt bis zum geht nicht mehr und da habe ich mir Netherquarz rausgezogen. Und das Stück wird noch gemacht. Weil ich brauchte mal zwischenzeitlich Netherquarz. Nur, dass ihr mal Bescheid wisst, ne? Nichts ercheatet, sondern er spielt. So, dann gehen wir hier mal durch. Ich glaube, wir machen einen dunklen Turm. Na, ich habe jetzt keine Kommentare dazu. Dann muss ich jetzt entscheiden. Ich weiß, manche wollen sich nur zurücklehnen und gucken. Oder manche gucken auch immer Fernsehen. Mein Fernsehen kann seit Sommer kein YouTube mehr gucken, leider. Weil Samsung einfach so bescheuert ist und sagt, die Apps würden nicht mehr für den Fernsehen ausreichen. Mein Fernsehen habe ich natürlich auch schon ziemlich lang, war eines der ersten Modelle, also jetzt nicht das allererste, aber eines der ersteren Modelle, die es mit diesem Smart TV und so gab und 3D und hast du nicht gesehen. Wobei ich das 3D nie benutzt habe, das war auch keine Kaufentscheidung, wird es auch in Zukunft nicht sein. Ja, auf jeden Fall kann ich kein YouTube mehr seit Juli, glaube ich, gucken oder Mai, ich weiß es gar nicht. Sehr schade, ich finde es sehr bescheuert, was Samsung da gemacht hat, dass sie das einfach abstellen. So, und dann gehen wir hier mal runter. Denn hier geht es natürlich auch zu unseren ME-Systemen. Wir haben auch ein Smart TV von Samsung. Ah, schreibt Panda. Ja, eigentlich ist ja auch cool. Ich kann nichts sagen. Keine Pixelfehler, nichts. Super Ding. Aber Samsung hat bei mir diese YouTube-App abgeschaltet, einfach weil das vom Modell her, es würde wohl nicht mehr gehen und keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich glaube, die wollen nur, dass man sich einen neuen Fernseher holt. Und ich finde es eine Frechheit, dass das überhaupt so gemacht wird. Ne? Das müsste eigentlich bestraft werden. Weil, wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Das Ding, übrigens, Jomi, hi, herzlich willkommen. Finde ich das, bei uns geht das noch, aber auch nur bis zum 01.01.2018. Ja, warum machen die das, Panda? Damit ihr den Fernseher wegschmeißt und einen neuen holt. Die sind ja nicht dumm und ich finde, das gehört bestraft, weil das ist kein Umweltschutz, das ist gar nichts. Das ist einfach nur doof. Gut, ich muss mein Dings jetzt mal aufräumen, hier Inventar, ich tue mal alles rein, es ist egal, es geht jetzt alles da rein, es bringt nichts, das Inventar, diese Quantum-Geschichten, die kann ich ja vielleicht noch woanders hin tun, das Problem ist sonst, das Inventar ist zugeklumpt, na, da bin ich ja eh ganz groß drin in sowas, und diesen Quantum, den machen wir mal hier hin, machen wir mal so und so. Da brauchen wir zwei Stück von. Die müssen wir noch bauen. Essen müssen wir auch noch. Ach, hey Jemini, wir müssen noch essen. Wobei, wir haben hier auch Toast. Die können wir jetzt zuerst mal aufbrauchen. Wobei, kann man daraus nicht... Klar. Ist doch viel nahrhafter. Dann kriegen wir unser Inventar auch langsam mal leer. Ups. So, und dann essen wir mal Weißbrot. Ist natürlich auch eine leckere Sache. So, einmal essen wir das hier. Und dann der Rest das. Und dann würde ich sagen, machen wir den Magierturm. Wir müssen natürlich dafür jetzt dunklen Stein finden. Stone. Stein. Ja, also wenn ich Steinen gebe, ich wollte gerade sagen, haben wir 200 und haben wir nicht gut. Wir müssen halt mal gucken, man kann die auch schisseln, das ist das Problem. Ich suche schon irgendwie ziemlich dunklen Stein. Haben wir gleich, haben wir gleich. Was war da? Nichts weiter. Okay, hier für Fußweg und so haben wir da noch gute Sachen. Müssen wir mal gucken. Auch sehr interessant. Das ist doch Wolle, oder? Gelbe Steinwolle. Steinwolle, was ist Steinwolle? Ja, hier haben wir auch noch Steine. Wisst ihr was? Wir machen das mal anders. Das ist mir zu müßig. Wir gehen hier mal rein. Wir haben Steine über Steine von denen. Von denen. Und wir könnten auch aus denen eigentlich mal was bauen. Die müsste man nur craften, ne?
Ach, da kommt Kohle raus. Aus Zylit macht man Kohle. Das heißt, wir haben unendlich viel Kohle. Wir haben dann 24, nee, nicht 24.000, aber ungefähr 16.000 Kohle haben wir dadurch. Okay, ich dachte, man kann daraus wieder Stein machen, aber das dient als Kohleersatz. Auch nicht schlecht. Da müssen wir das mal automatisieren und Kohle draus machen. Was für einen Stein können wir noch nehmen? Marmor, obwohl Marmor ist eigentlich hell, Diruite, Andrasite. Und ich denke, das reicht, oder? Wir nehmen das noch, Komatit. Und dann schauen wir uns mal an, was hier geht. Wir fangen mal hier mit denen an. Der geht schon mal gar nicht. Was ist mit denen hier? Da haben wir aber schon eine Menge. Gefärbter Bruchstein. Ja, so Bruchstein ist auch nicht schlecht. Schwarzer Pflasterstein, okay. Also der kommt mal in die engere Wahl. Was ist hiermit? Das ist im Endeffekt der gleiche. Okay, das entspricht denen, dann brauchen wir das nicht doppelt. Oder, ja, wir tun es mal nach unten. Dann wissen wir können die verwenden. Das ist nur Hellmarmor. Das hilft mir jetzt am Anfang nicht. Wie sieht es mit Deruita aus? Auch alles hell. Okay. Ich verstehe. Das ist schlecht. Also Bruchstein ist Bruchstein. Es geht da um die fertigen Steine. Wir können ja mal gucken. Einmal Hornstein. Schwarzer Granitpflasterstein ist eigentlich auch nicht schlecht. Dolomite können wir ja nochmal nehmen. Schalenstein haben wir hier. Wobei, da haben wir nicht so viel. Marmor hatten wir gesehen. Was haben wir denn noch? Ich glaube, dann wird's eng, ne? Ja, dann wird's eng. Wir schauen uns die drei noch an und dann müssen wir uns festlegen. Bringt ja nichts. Okay, und die gehen nicht. So. Ja, dann nehmen wir uns Tonnen von denen, denn wir werden Tonnen brauchen. Cool wäre, wenn ich jetzt alle umcraften könnte. Das geht leider nicht. So, jetzt die Frage. Ich will ihn ja dunkel haben. Oder können wir nicht... Was haben wir da am Pflastersteine noch? Was nehmen wir denn für einen Stein? Oder wir können auch Dings nehmen hier. Wir können doch Ton, Dings brennen. Stein brennen aus Ton. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Da gibt es auch tolle. Ich glaube, das hat sogar Gronkh gemacht mit Lava und so, wenn ich mich nicht täusche. Die finde ich auch sehr cool. Dann nehmen wir doch die. Lavastein. Die könnten wir doch super nehmen. Die werden geschisselt aus. Wir brauchen Stein 1 und Lava-Eimer. Beides haben wir ohne Ende. Okay, wir machen das anders. Können wir auch so machen. Ja, wir spielen gleich noch Cities. Ganz entspannt. Das ist Stein 4, das ist nicht Stein 1. Wie kriege ich Stein 1 hin? Ich will Stein 1. Ich will ein Stein. Ah, ich muss die schmelzen. Okay, wir müssen die schmelzen. Das ist aber kein Problem. Das können wir sogar automatisieren. Halt, wir brauchen zwei dafür. Ja. Ich würde mal sagen, wir bereiten aber zumindest alles für den Magierturm schon mal vor. Und dann können wir ja das Spiel gerne wechseln, wenn ihr das wollt. Einstein, ja. So sieht's aus. Müssen wir gucken, wir haben nämlich, wir haben das sogar schon, hier, da haben wir es sogar schon, können wir schon, brauchen wir gar nicht machen. Junge, komm mal klar.
Keine Ahnung, 1000 geht das? Können wir machen. Mal gucken, läuft durch. Ja, jetzt dauert es natürlich, jetzt geht es in den Ofen und wird gebrannt. Da haben wir schon einen schnellen Ofen, das müsste ich noch mehr automatisieren. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Denn die sind alle hier drin und werden gebrannt. Und das dauert natürlich. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir da noch einen schnelleren reinkriegen. Könnt ihr natürlich auch nochmal gucken. Auf jeden Fall sind 1000 Steine selbst noch recht wenig. Hallo Björn! So, wir müssen mal gucken. Halt, da war er gerade. Da ist er. Halt. Was ist hier los, Junge? Da oben. Er schreit immer nicht, wenn man da in diesem Interface ist. So, jetzt haben wir genug. Jetzt brauchen wir noch Lava-Buckets. Lava-Eimer. Wir haben nur einen, aber wir haben auch ein Fass hier. Das ist gut. Das Fass ist gut. Das heißt, wir stellen das Fass hier mal hin. Da schlägt ja den Fass aus dem Boden. Und wie machen wir das am besten? Bisschen müßig, ne? Ich glaube. Ach, das sind nur die. Ach, das sind nur die. Ach, du heiliger Bimbam. Nur die Lavasteine. Ich glaube, das machen wir dann nochmal zwischen den Folgen. Das wird jetzt die Geduld von euch sprengen. Wir wollten ja auch City spielen. Eigentlich wären noch 20 Minuten, aber ich kann natürlich auch schon wechseln. Ich weiß, ihr wartet da ein bisschen ungeduldig. Obwohl ich Minecraft schon echt Bock habe. Aber dann spielen wir das heute Abend vielleicht wieder. Dann würde ich sagen, liebe Leute, wir lassen das mal alles brutzeln und machen und dann sehen wir uns gleich wieder zu City Skylines. Dann seht diese Folge als Sonderfolge für einen kleinen Rundgang. Ich werde die wahrscheinlich auch so separat hochladen oder mal gucken, vielleicht zweiteilen. Und wir sehen uns dann gleich bei City Skylines. Gebt mir aber so 20 Minuten, eine Kleinigkeit will ich dann auch frühstücken, die Gunst der Stunde nutzen und um halb sind wir dann circa wieder da. Also bis gleich, über Daumen hoch würde ich mich trotzdem freuen und ja, bis gleich dann. Gehabt euch wohl, euer Xelron. Ciao.